Hallo, mein Name ist Markus von der Firma Gigahertz Solutions. Ich erkläre dir hier ganz kurz die Bedienung deines HFW 35C. Nach dem Erhalt deiner Bestellung bekommst du zusätzlich zum Messgerät noch die eigens dafür entwickelte Logpair-Antenne, eine kleine Karte mit den baubiologischen Richtwerten, die Kalibrierbestätigung zum Gerät von uns und die Bedienungsanleitung fürs Gerät ist ebenfalls mit in der Packung enthalten. Zum Gerät an sich, auf der Vorderseite siehst du hier das Display. Unten drunter sind die Aussparungen für den verbauten integrierten Lautsprecher. Und hier oben an der Spitze des Geräts ist der Lautstärkenregler zum Drehen. Die rechte Seite hast du hier direkt neben dem Display den Bereichschalter von Full auf Puls, der, wie der Name schon sagt, hier Full, das komplette volle Spektrum, ungepulste, gepulste, unmodulierte, modulierte Signale auffasst und als Wert anzeigt und im Schalterstellung Puls eben nur noch die modulierten Werte angezeigt werden und die unmodulierten wegfallen, was aber keinerlei Aussage trifft zur akustischen Signalbewertung, die wir hier ebenfalls haben. Gemessen wird im Normalfall immer Schalterstellung Puls, Entschuldigung, Full, da wir ja alles, was an Strahlung auf uns einwirkt, auch messen wollen und im Wert wieder sehen wollen. Der Powerschalter ein-aus gleich darüber und auch der Messbereichswahlschalter für die Messbereichsunterschiede. Oben drüber die SMA-Buchse zum Anschluss der Antenne und hier ist auf dem Gehäuse auch schon aufgedruckt, kleine Besonderheit, die Speiseleitung zwischen 6 und 10 Volt, je nach Ladezustand vom Akku, wird ebenfalls hier oben mit ausgegeben, dient dann zum Anschluss von UBB-Antennen oder auch Verstärkern. Auf der Oberseite gibt es wieder den Steckschacht für Antennen, braucht man hier in dem Fall nicht. Und zur linken Seite die Signalbeurteilung der Wahlschalter zwischen RMS und Peak, wobei RMS der durchschnittliche Effektivwert wäre von allen Einflüssen, schneidet sozusagen unsere Peaks ab, die wir ganz kurzzeitig in einer sehr starken Höhe messen würden, fallen da weg. Deswegen laut baubiologischer Verordnung immer auf Peak, da diese Peaks dann auch im Display mit angezeigt werden und genau das wollen wir ja haben. Auf der Rückseite siehst du hier oben noch die hausinterne Seriennummer mit unserem Aufkleber. Unten am Gerät gibt es auch hier das Batteriefach. Der Akku ist schon eingelegt und angeschlossen. Mit deinem HFW kannst du Belastungen durch hochfrequente elektromagnetische Strahlung über die Logpair-Antenne breitbandig, also gleichzeitig und in Echtzeit, von 2,4 GHz bis 6 GHz messen und deren Quellen aufspüren. Dafür musst du hier die Antenne anschließen. Das machen wir jetzt mal. Passenderweise ist hier auch gleich eine Aufdrehhilfe mit verbaut. Tut uns sicher auch leichter beim Anschließen der Antenne. Auch wichtig, nur handfest andrehen, sonst gibt es eventuell Beschädigungen. So, zum Messen musst du lediglich den Powerschalter nach oben schieben und schon ist die Messung aktiv, geht los. Die Kontrolle für unsere Ausgangsspannung symbolisiert hier oben an der Antennenspitze kleine grüne LED. Sagt, wenn die leuchtet, ist die Spannung vorhanden, alles ist gut. UBB oder Verstärker könnten betrieben werden. Die Messung an sich. Wir messen in der HF die elektromagnetische Strahlung als Leistungsflussdichte mit der Einheit Mikrowatt oder Milliwatt. In dem Fall hier kann man nur 2 Mikrowatt-Bereiche umschalten und das Ganze nach baubiologischer Verordnung, wie gerade schon gesagt, auch immer im Mode Peak, um die Spitzen mit in die Beurteilung einfließen lassen zu können. Zum Messen an sich gibt es hier auch noch zusätzlich ein Audiosignal, das man über den Lautstärkenregler zudrehen kann, in gewünschter Lautstärke, und dafür gibt es auf unserer Homepage auch sehr viele Klangbeispiele, dass man dann auch vergleichen kann, wenn man jetzt irgendwas misst. Ah, was ist es denn zur Identifikation der Störquellen? Wie gesagt, das alles hinterlegt, kann man sich dann anhören und auch für Laien gut verständlich und ersichtlich, was wir messen oder auch hören. Zur Messung an sich nimmst du das Gerät einfach im unteren Bereich, einhändig oder zweihändig. Bei angeschlossener Logpair-Antenne wird in die Richtung nach vorne gemessen. Als Art Richtantenne. Alles, was sich vor der Antenne befindet, wird erfasst und somit kann man auch von der Richtung her schön beurteilen, aus welcher Richtung kommt denn meine Störquelle
wo ist er denn? In unserem Fall wird das Ergebnis in der Richtung da hinten stärker. Da steht auch für den Testaufbau unser WLAN-Router. Jetzt haben wir die Möglichkeit bei kleineren Messungen, bei kleineren Bereichen, wenn wir jetzt hier wenig Messwert haben, den Messbereich umzustellen, um auch ein genaueres Messergebnis zu ermöglichen. Dann schaltest du einfach über den Messbereichswahlschalter nach oben auf 199,9 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das ist dann der maximale Anzeigewert. Und wenn du feststellst, wie jetzt hier bei uns, dass das doch nicht ganz ausreicht, er geht ab und zu mal in den Überlauf, zeigt dir keinen Wert mehr, dann einfach wieder runterschalten und somit hast du den maximalen angezeigten Wert von 1999 Mikrowatt pro Quadratmeter. Für die Einstellungs-, den Wahlschalter Full Pulse kann man sagen, der Vorteil wird hier eigentlich ausgespielt, wenn man mit der UBB-Antenne oder auch einem Verstärker misst und dann sich in einer Umgebung befindet, die doch recht strahlungsarm ist, dann kann es durchaus passieren, dass wir im Full-Messbereich vom Verstärker her ein gewisses Rauschen mit auf der Anzeige haben und auch ohne Signal würde das hier am Display nie ganz runterlaufen auf Null. Wenn wir jetzt unterschalten auf Puls, wäre im Prinzip diese dauerhaft gleichbleibenden Signalquellen, was heutzutage kaum noch benutzt wird, eventuell terrestrischer Fernsehempfang wäre noch dabei, analoges Radio würde darunter laufen. Das kann man dann ausblenden und als Anzeigewert hat man dann wirklich das, was auch real gemessen wird. Ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen, jetzt auch zukünftig sicher und richtig mit deinem HFW35 zu messen und die Werte zu interpretieren.